Sehr geehrte Frau Pehnt, sehr geehrte Frau Pehnt, sehr geehrter Bruch, sehr geehrte Damen und Herren hier in der Landesvertretung, sehr geehrte Zuschauer am Livestream, ich darf Sie herzlich willkommen heißen in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg hier beim Bund, ein Ort, an dem wir Baden-Württemberg an sich, seine besonderen Qualitäten, seine Sichtweisen und auch seine kulturelle Vielfalt präsentieren. Wenn wir kulturelle Vielfalt in Baden-Württemberg sagen, meinen wir nicht immer nur das Herzeigen von Kunst und Kultur. Das tun wir auch und das tun wir gern. Aber wir wollen noch mehr. Wir wollen präsentieren und stolz sein. Wir wollen aber auch überraschen und stolz sein. Ich kann es auch lauter machen. Baden-Württemberg, meine Damen und Herren, ist bekanntermaßen reich an Musik, Theater, bildender Kunst und, unser heutiges Thema, Literatur. Kein anderes Land kann aus einem so reichen literarischen Schatz schöpfen und der literarische Reichtum spiegelt sich nicht nur in der enormen Dichte an Verlagen, nicht nur in den über 100 literarischen Museen des Landes, er spiegelt sich auch in einem lebendigen literarischen Leben, das über die Landesgrenzen hinausstrahlt. Das kommt nicht von allein. Das hat etwas zu tun mit der Qualität der künstlerischen Beiträge, das hat etwas zu tun mit der Literaturbegeisterung der Menschen in Baden-Württemberg. Und es hat etwas zu tun mit der vielfältigen Unterstützung, die Kunst und Kultur durch die Landesregierung erfahren. Wie eine kulturelle Präsentation des Landes in zeitgemäßer und genreübergreifender Form aussehen kann, das erleben wir heute gemeinsam bei der Lesung der aktuellen Trägerin des Kulturpreises des Landes, Annette Pehnt. Annette Pehnt wurde letztes Jahr mit dem Kulturpreis Baden-Württemberg als eine Schriftstellerin prämiert, ich darf das zitieren, deren Bücher Teil einer sozialen und kulturpolitischen Wahrnehmung sind und die auf literaturrelevanten Gebieten anregende Akzente setzt. Die Jury betonte damals, dass besonders ihre ausgezeichneten Kinderbücher und ihre Reflexionen des Literatur- und Bildungsbetriebes für eine Haltung stehen, die benennt, die sich einmischt und die Visionen entwirft. Neben der Vertreterin des aktuellen literarischen Lebens begrüße ich als Vater von drei Töchtern Annette Pehnt auch als herausragende Kinderbuchautorin. Vielen von uns hier dürfte die Figur des ewig nörgelnden Bärbeiß noch geläufig sein, den sie zusammen mit der mehrfach preisgekrönten Illustratorin Jutta Bauer geschaffen hat. Gleich geht es um die Liebe. Wir hören aus dem Lexikon der Liebe und ich werde mich hüten, auch nur einen einzigen Satz aus dem 2017er Werk zu verraten. Wir konnten aber Martin Bruch, den Leiter des Literaturhauses Freiburg, dafür gewinnen, uns gemeinsam mit der Autorin durch das Lexikon der Liebe zu führen. Herzlich willkommen, Martin Bruch. Auf dem Buchrücken heißt es, Annette Pehnt widmet sich der Liebe in all ihren Formen, schreibt von Glück und Schmerz, Ungewissheit, Verzweiflung, Lust und Ritual. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir zusammen unseren heutigen Gast, dem wir mit großem Stolz eine Bühne hier in Berlin bereiten dürfen. Herzlich willkommen, Annette Pehnt. Wahrscheinlich kennen einige von Ihnen bereits unser Haus und seine Geschichte, angefangen von dem früher hier stehenden Haus des Kunstmäzens James Simon, dem die Stadt Berlin nicht nur die Nofretete zu verdanken hat. Und unser vom Architekten Dietrich Bangert offen gestaltetes Haus bietet nach der Lesung Möglichkeiten der Begegnung und Diskussion, vielleicht auch mit den Hauptakteuren. Genießen Sie den Abend und lassen Sie uns beginnen. Vielen Dank. So, ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner und unserer Seite hier von der Bühne. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung und danke Ihnen, dass Sie so zahlreich in die Landesvertretung geströmt sind zu diesem vielseitigen Abend mit Annette Pehnt. Denn Annette Pehnt, das haben wir eben schon in der kurzen Begrüßung gehört, ist eine außerordentlich vielseitige Schriftstellerin. Wir werden uns ihrem aus der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur herausragenden Werk nähern, indem wir die allerneuesten Bücher anschauen. Das ist die Geschichtensammlung Lexikon der Liebe, die auch hier vorne liegt, die Sie auch draußen am Büchertisch finden können, wie auch viele andere Bücher von Annette Pehnt. Und das ist das Kinderbuch Bärbeiß, schrecklich gut gelaunt. Beide Bücher sind im Herbst letzten Jahres erschienen. Und wir werden dann ganz zum Schluss einen Bogen wagen, ganz zum Anfang, zu den ersten Sätzen, zum allerersten Buch, dahin, wo das Schreiben eigentlich beginnt. Ja, liebe Annette, kommen wir zum Lexikon der Liebe erstmal. Wie alle deine Bücher liegt das Lexikon der Liebe schlank in der Hand.
Ich möchte behaupten, die Form des Lexikons zeigt sich hier in dem Lexikon der Liebe von seiner appetitlichsten Seite. Wir sehen hier keinen Schutzumschlag, sondern hier geht es direkt ans Eingemachte. Es ist ein schöner Leinenband, herausragt hier unten ein rotes Lesezeichen. Das zeigt schon an, dass man sich als Leserin oder als Leser selbst seinen Weg bahnen muss durch diese rund 50 Geschichten. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie hast du eigentlich selbst den Überblick bewahrt über diese Geschichten? Also eigentlich dadurch, dass ich sie ständig neu durchsortiert habe, denn die Ordnung, die das Buch jetzt hat, hatte es am Anfang natürlich nicht. Und ich hatte auch, es sind jetzt ungefähr 50 Geschichten, genauso viel wie im Vorgängerband Lexikon der Angst. Das wird nämlich ein größeres Lexikon-Projekt, Lexikon in Anführungsstrichen. Und ich hatte von den Lexikon der Liebe-Geschichten hatte ich zunächst ungefähr doppelt so viele, also ungefähr vielleicht so 80, 90. Und die musste ich alle durchsortieren, aussortieren und dann die, die ich wirklich behalten wollte und die ich am besten fand, sozusagen komponieren in der Reihenfolge, die ich einleuchtend fand. Und da, also das waren dann ja gar nicht so viele und ich habe die dann teilweise auch sozusagen in Papierform vor mir ausgebreitet und überlegt, wie das Ganze in sich eine Art Komposition werden könnte. Also wirklich ein Auswählen aus eigentlich viel mehr Geschichten. Das heißt, wir haben hier nur eine Auswahl des Lexikons. Und ich meine, das ist ja auch ein Grundprinzip dieses Lexikons, das die schöne Eigenschaft hat, dass es nicht alles abbilden möchte, sondern ausschnitthaft zeigt, was die Liebe sein könnte oder was Geschichten, die sich um die Liebe ranken, überhaupt, wie die überhaupt gelingen können, will ich es mal so ausdrücken. Ich gehe jetzt nochmal vielleicht einen Schritt zurück. 2012 ist der Roman Chronik der Nähe erschienen. 2013 hattest du gerade gesagt, sowie der Vorgängerband Lexikon der Angst. 2014 dann eine ganze Bibliothek, nämlich die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher. Und 2015 Briefe an Charlie. Und jetzt also dieses zweite Lexikon. Und da möchte ich kurz auf die Formen zu sprechen kommen, weil das ja einfach ins Auge sticht. Also wir haben es mit einer Chronik zu tun, mit einem Lexikon, mit einer Bibliothek. Man meint so, du gehst ganz konsequent an der dominierenden Form, die den Belletristikmarkt bestimmt vorbei, nämlich der Romanform, auf die sich ja wirklich auch alles zuspitzt, wenn man den Deutschen Buchpreis anschaut und den Leipziger Buchpreis, wo gerade die Nominierten bekannt gegeben worden sind. Also kurzum, langweilt dich das Schreiben von Romanen inzwischen? Du hast ja selbst auch schon welche geschrieben. Langweilt ist das falsche Wort, aber es interessiert mich wirklich nicht mehr so sehr und ich würde auch im Nachhinein behaupten, es war auch noch nie meine wichtigste Form, denn auch meine Romane sind, glaube ich, eigentlich ziemlich episodisch erzählt und im Grunde eine Zusammensetzung von vielen kleinen Geschichten. Also das, ich komme von der ganz kleinen, von der kurzen Form her, von der Miniatur her vielleicht sogar. Und es interessiert mich einfach, in kurzer Form möglichst dicht, möglichst viel vom Leben zu erwischen und zu konzentrieren. Und im Roman, also diese große Strecke, dieser große Bogen, die ganz große Bühne, das wird von vielen bespielt und leider, also es ist großartig, ich lese auch gerne Romane, aber leider rutscht die kleine Form ins Abseits. Das scheint mir schon so, einfach weil im Literaturbetrieb dafür nicht sehr viel Raum ist durch die Preise und die Resonanz in den Medien. Ich bin eine Verfechterin der kleinen Form und das Lexikon ist natürlich eigentlich die allerbeste Dachorganisation dafür, weil man dann eben scheinbar geordnet ganz viele kleine Texte zusammenbringen kann. Wie so ein Bollwerk gegen den vorherrschenden Roman, könnte man fast sagen. Und ich finde, eine zweite Auffälligkeit stellt sich ein, wenn man sich diese Titel anguckt, die ich eben zitiert habe, also die Chronik der Nähe, Lexikon der Angst, Lexikon der Liebe, Nähe, Angst, Liebe, das sind alles Themen, ich sag mal, wo es ums Wesentliche geht. Also hier wird gar nicht tief gestapelt, sondern im Gegenteil, das sind ja ganz große Worte und mir scheint, du fokussierst gerade mit der kleinstmöglichen Form, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, wie mit der Miniatur, so die größtmögliche Emotion. Also jetzt zum Beispiel das Lexikon der Liebe, wie das literarisch funktionieren kann, das werden wir gleich hören in einem Ausschnitt. Vorher möchte ich gerne wissen, wie du konkret gestartet bist in das Lexikon-Projekt. Also war das mit einer leeren Tischplatte oder gab es schon sowas wie einen Zettelfundus oder einen Geschichtenfundus, den du heranziehen konntest? Nee, es gab eigentlich den Entschluss, zunächst mal über die Angst zu schreiben. Ich wollte über Angst schreiben, weil das einfach etwas ist, ein Zustand ist, der mich schon lange beschäftigt. Und dann kommt natürlich die große Frage, in welcher Form kann ich das machen?
Und mir war dann klar, dass diese ganz großen Befindlichkeiten für mich nur dann handhabbar wären, wenn ich sie in kleine Teile zerlege und auch in die Gegenwärtigkeit hole und dann so möglichst ganz genau anschaue. Und dann habe ich wirklich angefangen zu sammeln mit so einem Jäger- und Sammlerinstinkt, Angstepisoden, Angstgeschichten und das Gleiche dann jetzt eben auch für die Liebe für den zweiten Band. Und das kennt ja jeder, einmal diesen Blick geschärft, sieht man das Phänomen überall. Ich meine, Liebe natürlich sowieso überall. Und für mich ist dann die große Frage, wie erzählt man von so etwas wie Angst oder wie Liebe auf eigene Weise? Und es gibt so viel vorgefertigte Sprachen dafür, gerade für die Liebe. Es gibt so viele Bilder, die wir vor Augen haben, so viele Redeweisen, die wir einfach eingeübt haben. Wie kann ich mir das zu eigen machen? Und da schien mir eben dieser Zugriff über dieses kleine und verdichtete eigentlich meine einzige Möglichkeit. Und dann habe ich losgeschrieben und eben so möglichst viel Fülle hergeschrieben und dann zusammengestellt, konzentriert, rausgeschmissen auch. Fiel dir das Schreiben über die Liebe leichter als das Schreiben über die Angst? Also war das leichter dann sozusagen dieses dann zweite oder Nachfolgebuch zusammenzustellen, weil du schon wusstest, okay, so kann ich vorgehen, das sind die Zugriffe? Es war ein bisschen schwerer, weil ich mir die Spielregeln sehr streng gesetzt habe. Ich habe mir gesagt, dass das Lexikon, die Lexika alle genau gleich viele Geschichten haben müssen, dass es ungefähr die gleiche Länge haben muss und dass am Ende immer eine Art Gedicht stehen muss, das mit Z anfängt. Und das musste ich alles dann erfüllen. Das hat es ein bisschen enger gemacht, was ich aber eigentlich interessant finde. Und außerdem glaube ich auch, dass Angst und Liebe natürlich zusammengehören und viele der Geschichten im Lexikon der Liebe hätten auch ins Lexikon der Angst gepasst und umgekehrt. Also das sind ja, da gibt es ja ständige Überkreuzungen. Von daher war ich sozusagen schon eingearbeitet. Ja, und wie du das hast du gerade sehr schön gesagt, finde ich, weil ein Lexikon lebt natürlich auch von sowas wie Strenge und Struktur. Und die Einträge in deinem Buch, die reichen dann von A wie Ahnung bis Z, die letzte Liste oder der gedichthafte Text zittern. Und alle nehmen die Liebe in allen möglichen Spielarten in den Blick. Könntest du vielleicht verraten, wie du zu diesem Ordnungssystem gekommen bist? Weil es hat natürlich Einträge und zitiert damit auch dieses typische Umgehen mit einem Lexikon. Man sucht vielleicht etwas und dann schaut man unter einem bestimmten Buchstaben nach. Ja, aber das mit der Strenge des Lexikons ist ja so eine Sache. Also ich hab selber Lexikon lesen eigentlich immer als was sehr Lustvolles und sehr Unsystematisches erlebt, interessanterweise. Also damals als Kind, Konversationslexikon, vielbändig, in Leder gebunden, im Regal. Und man zieht dann eben irgendeins raus unter T und schlägt irgendwo auf und dann kommt man an irgendeinen abstrusen Artikel über totes Meer oder was. Und dann auf die Weise liest man sich voran, kreuz und quer, bisschen so wie bei Wikipedia vielleicht in heutigen Zeiten. Und das fand ich immer lustvoll, auch mit der Illusion, wenn ich das jetzt alles lesen würde, alle Bände, dann wüsste ich alles. Das, dieses Versprechen, alles wissen zu können, fand ich immer sehr, sehr verlockend. Jetzt habe ich das natürlich genutzt, eher auch als spielerisches System und habe die Titel der Geschichten, also sozusagen die alphabetischen Stichwörter, eben nicht systematisch ausgewählt nach dem, was in der Geschichte verhandelt wird. Also meinetwegen, es gibt nicht E wie Eifersucht, dann kann man dann nachschlagen, A, und dann weiß man was über die Eifersucht, sondern es sind zufällige Wörter, die aber in der Geschichte vorkommen müssen. Die aber trotzdem einen Klang haben oder wonach bist du dann gegangen? Die sollten einfach, ich habe die Reihenfolge der Geschichten vorher festgelegt und musste dann Wörter finden, die in diese Reihenfolge passen. Ah, verstehe. Sodass ich manchmal dann auch noch Wörter in die Geschichten reinmachen musste, damit sie den Titel haben konnten, den ich wollte. Ja, verstehst du? Ich erinnere mich gerade, da gibt es so eine Geschichte, die heißt Parkplätze und da habe ich mich auch gefragt, wo ist der Parkplatz? Ja, kommt aber, also es klappt, es ist immer abgesichert, es gibt einen Parkplatz in der Geschichte, nur als Wort, ja. Genau. Ja, und ich finde, das Wort ist natürlich auch, passt wunderbar zu der Lexikonform. Lexikon kommt ja von Griechisch Wörterbuch oder das Wort. Und was ich mit Strenge vielleicht dann eher meine, ist sowas wie grundsätzliche Haltung, sowas wie nimm es genau. Also bei Lexika gibt es ja einfach den Anspruch, etwas zu definieren. Vielleicht nicht bis ins Letzte, aber schon annähernd, sage ich mal. Genau, und es gibt auch, was sich vielleicht zu widersprechen scheint, es gibt so eine Art flächigen Blick. Also man geht nicht, wie im Roman, mit einer Figur, einer Heldenfigur durch dick und dünn und auch in die Tiefe psychologisch, sondern man wirft den Blick auf einzelne Phänomene und dann lässt man ihn aber auch wieder los und gleitet und lässt den Blick weitergleiten. Also so eine Art flächendeckendes Abtasten.
Das ist vielleicht auch möglich mit dieser Form. Ja, und ich glaube, der schönste Einstieg für uns alle ist jetzt, wenn wir einfach mal ins Buch hineinschauen und du einige Geschichten liest und uns einen Einblick gibst. Gerne. Ja, ich beginne auch mit der ersten Geschichte. Unter A natürlich, wie Arno. Sie hatte einen kleinen Jungen, der ist anders als die drei Großen. Er kam hinterher, Jahre später, und sie wusste gleich, dies war ihr Sternenlicht. Er hatte Augen wie frisches Wasser und feste Locken, die später lang wuchsen, und sein Gesicht umkringelten, alle zupften daran und lächelten ihn an. Immer noch ist es so. Er ist höflich, ohne dass sie es ihm beigebracht hätte. Er bittet die Leute herein, auch wenn es die Nachbarin ist, die immer nach gebratenen Zwiebeln riecht und niemanden grüßt. Oder die Frau vom Amt, die kaum Zeit hat und ihn immer das Gleiche fragt, nach dem Vater und nach der Schule. Für ihn hat jeder Zeit und alle schenken ihm, was sie gerade parat haben, ein paar Cent oder eine Sportzeitschrift oder eine Cola. Er hat auch schon Laufschuhe von dem Kerl eine Etage höher bekommen und ein Waveboard von einem Mädchen auf der Straße, einfach so. Mit ein wenig Geschäftssinn könnte er damit richtig Umsatz machen. Aber er hebt die Sachen auf und schaut sie immer wieder an. Und weil er kein Regal hat, legt er alles in Stapeln auf den Teppich. Nur die Cola trinkt er immer gleich aus. Mit seinen Locken und seinen weichen, runden Fingern hat er sicher auch den Lehrer herumgekriegt, der neulich zum ersten Mal vor der Tür stand. Sowas hat sie noch nie erlebt. Sofort befürchtete sie, der Junge hätte etwas angestellt und wollte den Lehrer erst gar nicht hereinlassen. Aber da kam der Junge schon und lachte den Lehrer an, wie es eben seine Art ist. Sie wusste nicht, was der Lehrer im Sinn hatte. Auf jeden Fall hatte er eine Gitarre dabei, die er dem Jungen ausleihen wollte. Keine Ahnung, wie er auf die Gitarre gekommen war, davon hatte der Junge noch nie gesprochen. Aber sie schälten sie gleich aus der Hülle und saßen beieinander auf dem Sofa so beschäftigt, dass sie sich kaum traute, dazwischen zu fragen und lieber auf den Balkon ging, um eine zu rauchen. Aus dem Wohnzimmer hörte sie die dröhnende, warme Stimme des Lehrers und ein paar jämmerliche, gezupfte Töne. Was das jetzt wohl werden sollte? Bevor der Lehrer ging, brachten sie ihr noch ein Ständchen. Sie solle sich auf den Sessel setzen und die Ohren spitzen, sagte der Lehrer, der erhitzt aussah. Und dann sangen die beiden, der Junge hoch und der Lehrer tief. Und als sie fertig waren, verbeugten sie sich, als hätten sie das alles schon öfters gemacht und vielleicht war es ja so. Sie lobte den Jungen und dankte dem Lehrer, aber ob sie das Richtige gesagt hatte, war ihr nicht klar. Es ging ihr immer so mit den Lehrern des Jungen, die sie geduldig anschauten, als wäre sie selbst noch eine Schülerin. Die Blicke machten sie aufgeregt, sodass sie sich ständig versprach, was das Mitleid der Lehrer vertiefte. Oder es fiel ihr einfach nichts mehr ein, was sie hätte sagen können. Mitleidig sah dieser Lehrer aber nicht aus. Eher schien er stolz zu sein auf den Jungen. Und das magere Liedchen, das sie eben geträllert hatten, das hatte ihr ja gefallen. Aber das Strahlen des Lehrers war eine Nummer zu groß. Als hätte er etwas Unbezahlbares geschenkt bekommen. Im Treppenhaus bot er ihr noch an, für den Jungen einen Schreibtisch zu kaufen. Das war Unsinn. Der Junge hat noch nie an einem Schreibtisch Schulaufgaben gemacht, sondern immer auf dem Sofa oder am Küchentisch. Geschadet hat es ihm nicht. Jedenfalls ist er bisher sehr gut in der Schule, besser als sie jemals war. Zum Glück lässt der Vater ihn meistens in Ruhe. Nach den wenigen Tagen, die der Junge bei ihm verbracht hat, ist er unruhig und zappelig zurückgekommen und hat dort alles Mögliche liegen lassen. Und der Vater hat ihm eine neongelbe Schirmmütze gekauft, die lächerlich aussieht. Da ist ihr die Gitarre lieber. Aber das mit dem Schreibtisch ging zu weit. Dieser Lehrer tut ja beinahe so, als könnte sie nicht für ihren Jungen sorgen, ihr Sternenlicht. Und sie geht langsam durch die Wohnung und stellt sich vor, wie sie aussehen müsste, damit sie dem Lehrer gefiele. Auf einmal kommen ihr die Wände fleckig vor, die Poster oder dem Sofa sind auch schon eingerissen und das Zimmer des Jungen sieht mit all den Stapeln und Haufen und dem zerwühlten Sperrholzbett aus wie ein Lagerraum. Wie bestellt und nicht abgeholt, murmelt sie. Da kommt der Junge angelaufen und will ihr noch einmal die neuen Gitarrengriffe zeigen und sie fährt ihm durch die Haare, etwas fester als sonst, und drückt seinen Kopf kurz an ihre Brust. Von nun an mischt sich der Lehrer immer öfter in ihr Leben ein. Er ruft an und fragt, ob der Junge in die Musik-AG kommen wolle, die er jeden Donnerstag nach der Schule anbiete. Fragen Sie ihn, drängt er, bitte. Sie legt eine Hand über das Telefon und fragt den Jungen, ob er donnerstags länger Schule haben will.
Fragend schaut der Junge sie an und schüttelt dann den Kopf. Tut mir leid, sagt sie ins Telefon, er hat eben keine Zeit. Bald steht der Lehrer dann schon wieder vor der Tür, fast könnte man meinen, er hätte komische Absichten, wenn er nicht gerade der Lehrer wäre. Ich möchte Ihren Sohn ermutigen, sagt er. Mit Ihrer Zustimmung könnten wir zusammen in die Stadt fahren. Dort gibt es ein Konzert, Gitarre, Klassik. Wissen Sie, das wird ihm gefallen. Er bemerkt ihr Zögern und fährt schnell fort. Natürlich würde ich ihn einladen. Der Junge steht schon in der Tür und lacht vor Freude. Sie machen nie Ausflüge. Mit dem schnellen Auto des Lehrers in die Stadt zu fahren, würde ihm gefallen, klar. Und der Lehrer würde ihm sicher eine Cola kaufen und vielleicht sogar schöne Kleider für das Konzert. Und mit all den fremden Sachen würde er zurück nach Hause kommen und in der fleckigen Wohnung herumlaufen wie ein Angora-Kätzchen auf der Müllkippe. Das können wir nicht annehmen, sagt sie schnell. Der Lehrer schaut zwischen ihr und dem Jungen hin und her. Ach, kommen Sie, das Kind wird viel davon haben, es ist gut für ihn. Einen Moment noch zögert sie. Er hat das stärkste Argument gefunden, ihr eigenes. Und wie soll sie dem Jungen erklären, dass sie ihm aus Liebe etwas verbieten muss, das ihn so lockt? Sie legt ihm einen Arm um die Schulter und zieht ihn zu sich. Es geht einfach nicht. Der Lehrer starrt sie an. Er kann wohl nicht fassen, dass sie ihn zurückweist, den großen Retter. Aber da liegt er völlig falsch. Ihren Jungen muss niemand retten. Und wenn, dann tut sie es ganz allein. Dafür ist sie schließlich da. Und die Gitarre wollten wir Ihnen auch zurückgeben, sagt sie langsam, während der Junge anfängt leise zu heulen. Der Lehrer hebt die Hände, als wolle er sich vor ihr schützen und weicht zurück. Als sie die Tür hinter ihm zudrückt, schluchzt der Junge so heftig auf, dass sie ihn an sich presst und ihn in die Küche schiebt. Dort macht sie ihm erstmal einen Kakao und sich selbst einen Kaffee. Schließlich wollen sie es schön haben, der Junge und sie. Für die nächste Geschichte breche ich die Reihenfolge und springe nach G wie Griff. Diese Geschichte ist meinem Bruder gewidmet. Es ist lächerlich. Andere verlieren ihr Leben oder ihre Besitztümer. Was ist dagegen ein Stofftierchen? Es ist handtellergroß und zottelig, ein Bär vielleicht oder eine Katze, und er hatte es immer dabei. Im Bett lag es neben seinem Gesicht, wenn er einschlief. Wenn er draußen spielte, steckte es in seiner Hosentasche und bei Spaziergängen mit den Eltern schaute es aus dem Wanderrucksack. Es hatte keinen Namen und brauchte auch keinen, denn es war ja immer da. Morgens vergewisserte er sich mit einem Griff, dann dachte er nicht mehr daran, bis er das Tierchen abends gegen die Butterdose lehnte, damit es ihm beim Essen zuschauen konnte. Er fütterte es nicht, es brauchte nichts außer seiner Gegenwart. Als einmal ein Ohr einriss, brach er in Tränen aus, als wäre es ihm selbst zugestoßen. Die Mutter musste es mit einer feinen Nadel fest annähen, und weil das Tierchen sehr klein war, fiel es ihr nicht leicht. Aber er wachte über ihre Arbeit, bis alles wieder in Ordnung war. Dann gehen sie auf eine lange Herbstwanderung, die Eltern und er. Sie fahren mit dem Auto lange, um einen passenden Wald zu finden, der groß und golden genug ist, und ziehen sich die Regenjacken über. Das Tierchen stopft er in seine Tasche wie immer. Unterwegs findet er einen seltsam geformten Zweig und Walnüsse, die steckt er dazu. Als sie nach einer großen Runde wieder zurück zum Auto kommen, die Eltern mit zufrieden geröteten Gesichtern, er mit prallen Taschen und kräftigem Hunger, schüttelt er die Jacke aus, um sich eine Nuss zu knacken. Da ist das Tierchen verschwunden. Schnell sieht er den ganzen Haufen der Fundstücke durch, aber dass das Tierchen nicht darunter ist, weiß er schon. Mama, sagt er leise, es ist weg. Die Eltern haben anderes im Sinn. Sie kratzen Schlamm von den Schuhsohlen und reichen sich die Wasserflasche, aber dann kommen sie doch zu ihm herüber, sehen die Taschen noch einmal durch und stehen ratlos um ihn herum. Wo hast du es denn zum letzten Mal gesehen? Fragt der Vater. Er schüttelt nur stumm den Kopf. Ach komm, irgendwo muss es doch sein. Die Mutter sucht um das Haus herum, dann geht sie ein paar Schritte Richtung Wald, als könnte es dort liegen. Er sitzt immer noch auf dem Schotter und guckt vor sich hin, als versuche er sich zu erinnern. Dann springt er auf und rennt auf die Bäume zu. Warte, ruft der Vater, wir müssen allmählich los, es taucht sicher wieder auf. Er dreht sich gar nicht um. Nein, ruft er, es ist im Wald, da hat es Angst. Schon ist er zwischen den Bäumen verschwunden, den Blick immer auf den Boden gerichtet. Die Eltern seufzen und folgen ihm. Sollen wir jetzt etwa den ganzen Weg noch einmal ablaufen, murrt der Vater. Die Mutter zuckt mit den Schultern, sie ist das Wandern nicht gewöhnt und hat schwere Beine. Aber das Kind läuft voran, schweigend und ohne zu weinen. Es wird das Tierchen finden,
Alles andere ist undenkbar. Nach der ganzen Runde treffen sie sich erschöpft wieder am Auto. Jetzt hat eine unbändige Angst ihn ergriffen. Er atmet schnell, als wäre er lange gerannt und fängt an zu zittern. Wo ist er denn? Wo kann er sein? Ich bleib hier, sagt er zitternd. Ich gehe nicht weg. Es ist nur ein Stofftier, versucht der Vater es. Aber da schreit er auf, als hätte man ihn getreten. Die Mutter wirft dem Vater einen warnenden Blick zu. Wir hängen einen Zettel auf, beschließt sie, gleich hier am Parkplatz. Wir schreiben unsere Adresse auf, dann können sie das Tierchen gleich zurückschicken, wenn sie es finden. Der Vater wendet das Auto und die Mutter schreibt mit rotem Filzstift eine Vermisstenmeldung, die sie mit Tesa an die Wandertafel klebt. Schau hier, das kann keiner übersehen. Vielleicht liest es das Tierchen sogar selbst und kommt heim zu uns. Der Junge macht ein prustendes Geräusch und die Mutter hofft schon, er könne nun endlich wieder lachen. Stattdessen fängt er an, lautlos zu weinen. Die Eltern ziehen ihn ins Auto, es dämmert schon und sie haben weit zu fahren. Als sie zu Hause ankommen, ist alles verändert. Das Haus, sein Zimmer, sogar sein Bett. Er will nicht daran schlafen, ohne das Tierchen. Er rollt sich auf dem Teppich zusammen, die Mutter kniet neben ihm und streichelt ihm das Haar und immer wenn er aufhört zu weinen, hofft sie, er wäre eingeschlafen. Am nächsten Tag frühstückt er nicht und sitzt draußen am Gartenzaun, um auf den Paketboten zu warten. Die Mutter erklärt ihm, dass es vielleicht eine Weile dauern werde und dass er an etwas anderes denken müsse und am besten mit seinen Freunden spielen solle, dann käme er auf andere Gedanken. Aber er bleibt den ganzen Tag in der Nähe des Briefkastens und auch am nächsten, während die Mutter in die Stadt fährt, um in den Spielzeugläden nach ähnlichen Tierchen zu suchen, aber es gibt keine. Sie kauft einen Tiger mit rot-weiß gestreiftem Fell und legt ihn auf sein Kopfkissen. Aber er rührt ihn nicht an. Abends weint er so heftig, dass der Vater ihm eine Beruhigungstablette in die Milch rührt. Der Mutter fällt einfach nichts mehr ein, was ihn trösten könnte. Sie kann ja kaum sagen, das Tierchen sei nun im Himmel. Vielleicht hat ein anderes Kind es gefunden, versucht sie schließlich. Und jetzt hat es ein neues Zuhause. Bist ja eigentlich auch schon ein bisschen zu groß, murmelt der Vater und verspricht ihm eine Spielkonsole, wenn er nur aufhören würde zu weinen. Aber der Junge schüttelt nur den Kopf und reibt sein nasses Gesicht ins Sofa. Die Eltern überlegen, ob sie noch einmal zu dem Wald fahren oder eine Anzeige in der Zeitung aufgeben sollen, aber es scheint ihnen übertrieben, in diesen Zeiten nach einem Tierchen zu fahnden, das noch nicht einmal einen Namen hat. Und das Kind wird darüber hinwegkommen, schließlich ist niemand gestorben. Irgendwann schläft er nachts wieder, die Hände zu Fäusten geballt wie ein Säugling. Er weint auch nicht mehr. Nur im Traum ruft er manchmal etwas, das niemand versteht. Butter. Mutter atmet laut und kräftig, aber sie spricht nicht mehr. Ihre Augen sehen aus wie zugeklebt, das Gesicht geschlossen. Die Hände liegen nebeneinander auf der Bettdecke, dick und warm. Zwischen ihren Lippen der Schlauch, der ihre Brust hebt und senkt. Sie hat sich das Gesicht blass und wächsern vorgestellt, aber so rosig wie die gerundeten Backen glänzen, kann sie kaum glauben, dass Mutter nicht mehr aufwachen wird. Es hat ihr auch niemand gesagt. Am Telefon hieß es, ihr würde dringend geraten, vorbeizukommen, sehr dringend. Ihre Mutter sei schwer krank, hat die Schwester gesagt, oder eine Ärztin. Sie weiß ja nicht, wer hier für die Katastrophen zuständig ist. Sie weiß auch nicht, was schwer krank heißt. Als sie einmal eine Lungenentzündung hatte, ging es ihr auch sehr schlecht. Und warum geht es nicht genauer? Genauigkeit würde helfen. Als sie kam, wurde sie jedenfalls gleich eingelassen. Sie hat Bilder von den Kindern mitgebracht und den Stein, der immer auf dem Boden von Mutters Handtasche verborgen lag und den sie ihr geschenkt hat vor einigen Jahren mit einem wissenden Lächeln, das sie damals wütend gemacht hat. Sie sollte gerührt sein, so wollte es Mutter. Es war ein wichtiges Geschenk und die Bedeutung zeigte sich in dem geheimnisvollen Lächeln und dem verschwiegenen Nicken und sie sträubte sich dagegen. Sie legte den Stein zwischen die Kaffeetassen. Sie fragte ungeduldig nach anderem, nach Mutters Zahnbehandlung und nach ihrer letzten Fahrt mit den Freundinnen. Und die Mutter erzählte auch davon, aber müde, als sei sie enttäuscht, dass ihre Gabe keine Beachtung fand. Und wahrscheinlich war sie es auch. Sie hätten ja auch darüber reden können, dass Mutter krank war und nicht ewig leben würde und dass sie den Stein weitergeben wollte. Vater hatte ihn auf der griechischen Insel aufgehoben und unter das Kopfkissen gelegt. Sie kannte ja die Geschichte. Und natürlich würde sie den Stein in Ehren halten, aber dieses feierliche Theater erforderte Beifall und den konnte sie nur spenden, wenn sie es selbst wollte.
so wie sie in der Oper, in die sie Mutter begleiten musste, am Schluss nie klatschte, eben weil es alle taten, selbst wenn es ihr eigentlich gefallen hatte. Nun will sie den Stein unter Mutters Kopfkissen legen, aber es hat keinen Sinn, wenn Mutter es gar nicht merkt. Dabei könnte sie sich doch jetzt freuen, dass sie an den Stein gedacht hat, aber ohne Mutters Blick macht es nicht den geringsten Sinn. Und das sagt sie auch. Mutter, sagt sie leise, du könntest wenigstens mal herschauen, ich habe dir nämlich was mitgebracht. Nichts im Gesicht der Mutter rührt sich. Der Patient neben ihr, abgetrennt durch einen grünen Vorhang, wirft sich im Bett hin und her. Etwas lauter sagt sie, mach bitte wenigstens die Augen auf. Ich bin extra hergekommen. Das war gar nicht so einfach und kannst du nicht wenigstens, ich meine irgendwas, sonst weiß ich ja gar nicht. Und sie fängt an zu heulen. Leise weint sie vor sich hin, die Arme auf das niedrige Gitter gestützt, das Mutters Bett umrandet wie ein kleiner Zaun und niemand hört sie. Aber auch die Tränen gehen ihr nach einer Weile aus in dieser tiefen, durchgeatmeten Stille. Der Raum hat keine Tür und auf dem Gang hört sie ständig leise Schritte quietschend auf dem Linoleum. Auf Mutters Nachttisch stehen noch die Fotos vom letzten Mal und ein gebasteltes Küken, aber sonst ist in dem Raum nichts, das ihre Blicke einen kurzen Moment ablenken könnte von dem Brustkorb der Mutter, der sie erinnert an die Kunststoffpuppe, mit der sie damals beim Roten Kreuz Beatmung geübt haben. Sie weiß auch nicht, was der Patient im anderen Bett tut. Sie hört nur den Körper, der sich zwischen den Laken heftig bewegt. Vielleicht sitzt auch dort eine Tochter oder ein Mann, jemand, der ratlos umherschaut, ungeübt in dieser Lage. Niemand hat ihr gesagt, was sie tun soll. Sie muss mit einem Arzt sprechen, das wäre sicher gut. Und sie springt schon auf, ein Ziel vor Augen, ein informiertes Gespräch mit jemandem, der sie anschaut, ihr die Hand drückt und sich aufrecht an den Schreibtisch setzt. Aber das haben wir ihr doch schon am Telefon gesagt. Sie lässt es bleiben. Sie sinkt wieder auf den Klappstuhl, den sie sich neben das Bett gezogen hat. Sie muss jetzt hierbleiben. Sie holt den Stein aus der Tasche und drückt ihn in der Hand. Er fühlt sich weich an, wie ein Stück Butter aus dem Kühlschrank, das jeden Moment schmilzen wird in der Wärme ihrer Hand. Und als es warm und weich ist, so warm wie Mutters aufgepumpte Hände, schiebt sie ihn rasch unter das Kopfkissen, damit er dort glüht, als hätte die griechische Sonne ihn erhitzt, einen ganzen langen Tag. Ja, jetzt noch eine Geschichte, die man unter R finden kann, R, mit dem Titel Richtig. Wir müssen etwas zusammen unternehmen, sagt sie. Aber das tun wir doch, ruft er. Wir machen doch dauernd Radtouren, gefällt dir das nicht? Und die Konzerte, überleg mal, wie oft wir schon im Konzert waren und die Urlaube, zählen die etwa nicht? Das meine ich nicht, sagt sie, das machen ja alle. Ich meine etwas Besonderes, etwas nur für uns. Er zählt noch ein paar Dinge auf, die er besonders genug findet. Segeln in Holland, eine Whiskyprobe, er ist stolz, wie viele gemeinsame Erlebnisse ihm einfallen. Was fehlt ihr denn? Etwas, das uns ausmacht, besteht sie. Nichts aus dem Katalog, verstehst du? Etwas nur für uns beide. Wir könnten ins Bett, schlägt er vor. Niemand sonst kann es so wie wir. Aber sie starrt ihn bloß an, es ist ihr Ernst und er weiß nicht, was sie ihr noch anbieten soll. Sie sitzen am Küchentisch, der nur für sie beide da ist. Es ist doch unmöglich, sonst etwas zu finden, das niemand mit ihnen teilt. Etwas Ausgefallenes, Einmaliges, Teures oder Schrilles. Wir könnten Drogen nehmen. Ein Kind machen. Reicht dir nicht, was wir haben? Sie beruhigt ihn. Sie streicht ihm über die Hände. Sie möchte doch nur eine Erinnerung finden, ein Bild, das ihr nicht verloren gehen wird. Ansonsten ist alles friedlich, die Vorhersehbarkeit einer langen Wegstrecke gefällt ihr doch. Kochen, abtrocknen, verreisen, was sie eben so tun. Er muss sich keine Sorgen machen. Sie schlägt eine Ruderpartie vor. Er begreift nicht, wieso Rudern anders sein soll als Radfahren, aber sie kann es nicht erklären. Sie fahren zum Waldsee und mieten sich ein Ruderboot. Es ist grün gestrichen und moosig, der Fußraum feucht und er rudert rückwärts vom Steg weg auf den kleinen See hinaus. Über dem bräunlichen Wasser taumeln Libellen. Ist es das Richtige? Fragt er schon nach wenigen Minuten, aufgeregt wie ein Prüfling, der sich nicht sicher ist, ob er die richtige Aufgabe bearbeitet. Wenn du fragen musst, dann nicht, kichert sie mit geschlossenen Augen und hält ihr Gesicht in die Sonne. Schweigend rudert er hinaus bis zu der kleinen Insel, wo winzige schwarze Enten in einer dichten Gruppe am Ufer warten wie ein entschlossenes Komitee. Dort lassen sie sich treiben,
Das besorgte Murmeln der Enten und das Wasser, das unter dem Boot gluckst, beruhigen ihn und sie verpassen beinahe das Ende der Leihfrist und müssen stramm zurückrudern. Einige Wochen später schenkt sie ihm einen Drachen. Es ist ein bunter Lenkdrachen für Kinder, auf die reißfeste Folie ist ein Adler aufgedruckt und die Lenkleinen sind auf grüne und rote Plastikhalter aufgewickelt. Gibt es den etwa nicht im Katalog, murmelt er. Aber das hört sie gar nicht. Wir gehen auf die Wiese, sagt sie freudig, als hätte sie gefunden, wonach sie gesucht hat. Auf der Wiese vor dem Vereinshaus, wo sonst die Kinder Federball spielen, ziehen sie den Drachen aus der Verpackung und studieren die Gebrauchsanleitung. Niemand sonst ist hier. Für Federball ist es zu windig, genau richtig für uns. Er hält den Drachen in den Wind, sie ruckt an den Leinen und mit einem leisen Knattern schießt der Adler in die Höhe und strafft die Leinen. So leicht geht das, schon steht er hoch über ihnen in der Luft. Sie legen die Hände über die Augen und folgen seinen zackigen Schwüngen. Ein ziemlicher Zug, ruft sie, und er nimmt ihre Hände in seine und zupft am linken Griff, dann am rechten und lacht über die Kurven. Dabei haben wir gar nicht geübt. Niemand schaut ihnen zu, auch nicht, als die Leinen sich überkreuzen und der Drachen ins Taumeln gerät. Sie versuchen noch, ihn wieder hochzureißen, aber er sinkt rasch und stürzt mit der Spitze ins Gras. Während sie die Leinen entwirren und das Gestänge vorsichtig auseinandernehmen, fällt ihm die Frage wieder ein, aber erst jetzt. Und deswegen stellt er sie nicht und hofft, dass es nun genug ist. Und er hofft auch, dass sie den Garantieschein aufbewahrt hat. Denn dieser Drachen ist Schrott. Ja, soweit erstmal. Ja, vielen Dank für die Lesung. Das waren also einige der rund 50 Geschichten, die wir gehört haben. Eine, finde ich, der eindrucksvollsten Geschichten ist zugleich eine der klarsten, nämlich die Geschichte, die Butter heißt und in der eine Tochter ihre Mutter besucht, in einer tiefen, durchgeatmeten Stille eines Spitals, wie es sehr schön heißt. Und hier steht ein Ding als Symbol für die Liebe, also ein Stein, der als Geschenk durch die Familie hindurchwandert und irgendwann dann unterm Kopfkissen liegt. Und das hat dich in vielen Geschichten interessiert, also wie wir so etwas Flüchtiges wie die Liebe an Gegenstände dranbinden. Mhm. Ob das jetzt an ein Stofftier ist, das haben wir auch gehört, so eine Geschichte, an Ringe oder eben so an einen profanen Stein. Gehen solche Geschichten irgendwie leichter von der Hand oder ist das was ganz Typisches, wenn man sich auf die Suche macht, danach, wie man Liebe beschreiben und in Geschichten bannen kann? Naja, die Frage ist ja, wo zeigt sich die Liebe? Und das tut sie in Gesten, die wir alle kennen, aber sie tut es ja auch auf überraschende Weise und sie verdinglicht sich, das finde ich schon. Und sie taucht auch in Form von Geschichten immer wieder auf, indem wir uns eigentlich immer wieder die Geschichten unserer Lieben erzählen. Dadurch gibt sie überhaupt. Mhm. Und mit den Dingen ist es eigentlich so, das sind ja eigentlich so kristallisierte Geschichten. Also dieser Stein ist natürlich eben die Geschichte des Kennenlernens der Eltern. Und darin steckt eigentlich diese ganze Lebensgeschichte, ohne dass wir wissen, was es sein könnte. Aber sie konzentriert sich darin. Und das können Dinge, glaube ich, bewirken, wenn man sie auflädt. Also sie sind dann aufgeladen, sozusagen vielleicht so ein bisschen wie so ein Liebeszauber. Man tippt sie an und dann kann man die Geschichte wieder zum Klingen bringen. Die ganze Geschichte da, oft erzählst du ja aber auch auf wenigen Seiten, wie so eine ganze Liebesgeschichte oder eine ganze Annäherung an eine Liebe, wo die Liebe anfängt, wie die Liebe aufhört. Mhm. Wie sie auch schief geht. Ich musste auch zwischendrin an Raymond Carver denken, der ja einen ganz fantastischen Kurzgeschichtenband unter dem noch fantastischen Titel herausgebracht hat, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden. Ich finde, das passt irgendwie wunderbar auch zu deinen Texten, weil wir da oft auch neben Dingen von so Kippfiguren reden. Wir haben jetzt die erste Geschichte gehört, das ist die Liebe eigentlich einer Mutter. Und die Frage, kann es eigentlich auch sowas wie zu viel Liebe geben? Und ich finde, auch davon handelt das Buch ja an vielen Stellen. Genau, also Liebe ist ja auch sehr stark eine Dosierungsfrage. Und gerade bei der Eltern-Kind-Liebe ist es oft wirklich entscheidend, die richtige Dosierung zu finden. Und wie oft geht das daneben? Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von Eltern, deren erwachsen gewordenes Kind wiederkommt nach einem Jahr Reisen. Und das Kind ist eigentlich verändert. Und die Eltern wollen ihm sozusagen alle Liebe und Zuwendung schenken, die sich jetzt ein Jahr lang aufgespart haben für diese Wiederzusammenführung. Und natürlich ist es zu viel. Und natürlich kann das nicht gelingen.
Oder die Mutter, die ihrem auch wiederum erwachsenen Kind, das nachts immer ganz spät nach Hause kommt, jede Nacht noch was Kleines aufs Kopfkissen legt. Ja? Also eigentlich eine rührende Geste. Das Kind findet das natürlich schauerlich. Ja? Es ist sozusagen jeden Abend, jede Nacht noch mal von der Mutter so einen kleinen Gruß zu bekommen. Das muss ja nicht sein. Ja? Da ist die Dosierung dann eben misslungen. Und auch eben eine Frage der Betrachtung oder der Perspektive von denen, auf die Geschichten erzählt sind. Weil bei vielen Geschichten hätte ich mir auch denken können, aus der anderen Perspektive erzählt, hätte das eher in einem anderen Lexikonprojekt stecken müssen. Also vielleicht eher im Lexikon der Angst oder im Lexikon des Erdrücktwerdens oder des Nichtbeachtetseins. Also insofern ist es auch eine Frage der Haltung, dass du dieses Buch eben so genannt hast, Lexikon der Liebe, und die Geschichten aus solchen Perspektiven erzählst. Mhm. Und dann gleichzeitig, wie ich finde, sehr vielen Fallstricken, das hat man, glaube ich, auch bei der Lesung gehört, sehr vielen Fallstricken umgehst. Also es findet sich nichts Sentimentales oder Kitschiges oder Durchsichtiges in den Geschichten, sondern die Sprache lebt im Gegenteil von was ganz Präzisem, also von präzisen Bildern, von einer großen Kunstfertigkeit, und in den Geschichten liegt eine gewisse Prägnanz oder auch Kürze, damit das auch gelingen kann und nicht eben so als wirkliches Feld angelegt wird, auf dem man dann sich was raussucht. Man muss aber vielleicht sagen, den Preis, den ich dafür zahle und die Leser auch, ist, dass es relativ wenige wirklich gelungene Liebesgeschichten gibt. Mhm. Also es sind dann eben doch oft sehr rissige Geschichten, die sich am Ende dann eben verlieren oder doch auch zerbrechen oder sich verlaufen oder sich einfach erledigt haben. Oder, also nicht alle, wohlgemerkt, aber doch sehr viele. Mhm. Auffällig ist auch, dass das Wort Liebe ja in dem Buch fast gar nicht vorkommt. Also das als Wort, wir befinden uns ja in einem Lexikonprojekt, deswegen muss ich jetzt pedantisch darauf hinweisen. Ja, bitte, ich bitte darum. Meine These kann literarische Definition eines, oder kann die literarische Definition eines Phänomens vielleicht nur über solche Annäherungen gelingen, also gar nicht im Benennen, sondern im wie so knapp daneben, oder wie du auch die Titel auswählst. Also du hast da von Zufall gesprochen, was man ja gar nicht glauben mag bei der genauen Sprache, die du in den Geschichten anwendest. Ja, ich habe eigentlich sogar, also das ist sehr aufmerksam beobachtet, ich habe sogar versucht, eigentlich das Wort Liebe aus dem Liebeslexikon ganz rauszulassen und das Wort Angst aus dem Angstlexikon ganz. Mhm. Aber es ging nicht. Ich glaube, eben bei der Lesung waren auch, also fiel das Wort auch einige Male, aber ich habe es schon versucht zu vermeiden, eben um dem Erzählen genau sozusagen die Definitionsmacht zu geben und nicht dem lexikalischen Benennen. Und deswegen ist es natürlich auch ein Erzählprojekt und eben kein Lexikon. Mhm. Und es ist gleichzeitig, also dieses Nicht-Benennen ist auch gleichzeitig Programm des ganzen Buches, würde ich sagen, weil man vergeblich auf Namen wartet. Also es tauchen jede Menge Figuren auf, Mütter, Väter, Kinder, Liebespartner, Ehepartner, aber dass da mal jemand mit Namen benannt wird, das taucht tatsächlich nie auf. Mhm. Das höchste der Gefühle ist dann in der Geschichte Griff, die wir eben gehört haben, dieses Stofftier, das ja irgendwo changiert zwischen Bär und Katze, man weiß es nicht so ganz genau, und das dann aber auch nur Tierchen genannt wird. Das hat also auch keinen Namen. Aber da heißt das ja auch, es brauchte keinen Namen, denn es war immer da. Und das ist da für mich auch so ein bisschen das Prinzip dahinter. Mhm. Ich finde, dahinter steckt auch so eine ganze Erzählhaltung, also dass man so wie sagen könnte, es ist so ein Modus der Einfühlung, aber Identifikation in dem Sinne, wie es große Romanwerke eigentlich drauf anlegen, mit jeder Zeile, ist da gar nicht drin. So tief soll es gar nicht gehen, oder sage ich mal, so viel Angebot ist gar nicht da an Identifikationsmasse oder sowas, was sich an Namen immer sehr gut festmacht. Ja genau, das liegt natürlich auch an der Kürze. Es liegt aber auch daran, dass ich eben eigentlich so eine Art soziologisches Erzählen machen wollte. Ich wollte schon, dass es eigentlich ein bisschen ist wie so Fallbeispiele, die dann vielleicht auch beim Lesen jemand wiedererkennen kann, der eine mit Namen besetzte Geschichte nicht so unbedingt sich zu eigen machen kann. Wo die Namen eher sperren würden, weil man wo die vom Namen Wesentlichen dann, abgelenkt wird. Ja, oder wo die Namen dann so eine ganz, ganz eigene Identität, eine Figur formen und die nicht so öffnen für verschiedene Lesarten. Und das wollte ich eigentlich gerne haben, dass da schon jeder auch Liebesmuster oder Verlustmuster oder so wiedererkennen kann, die selbst erfahren auch sind. Mhm. Ja, das ging mir beim Lesen ganz stark so, also dass viele dieser Geschichten wie Anknüpfungspunkte sind oder Anregungen zum Weiterdenken oder auch zum Erforschen eigener Biografien oder Biografien, die man erfahren hat. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ist das etwas, das du als Autorin bewusst von Anfang an so gesetzt hast, oder kommt da auch irgendwann so ein Lektor ins Spiel? Ich habe ja Raymond Carver eben erwähnt, der mit dem sehr schönen Erzählbandtitel. Da von ihm ist überliefert, dass der Lektor quasi mit dem Rotstift durchgegangen ist und die Hälfte und mehr der Erzählungen
zusammengekürzt hat, sodass man wirklich zur Essenz kam oder sowas, zu dem das dann veröffentlicht wurde. Und bei dir habe ich mir auch die Frage gestellt, gelangt das automatisch zu dieser knappen Form oder kommt da nochmal jemand und sagt, Moment mal, diesen Absatz, den können wir jetzt gut rausstreichen? Nee, also ich bin da ja selber so streng, dass man da nichts mehr am Ende kürzen kann, sonst bleibt gar nichts übrig. Und im Gegenteil, das Lektorat ermutigt mich immer doch, bitte mal ein bisschen länger und ausschweifender und so ein bisschen mehr Masse und so wäre dann auch ganz schön. Also das ist nicht, daran müssen wir nicht arbeiten. Das ist ja, also das mache ich selber sehr, sehr stark. Mhm. Ich würde gerne noch wissen, gab es bestimmte Enden der Liebe, die du aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen unbedingt aufnehmen wolltest und abbilden wolltest in dem Lexikon? Also in Geschichten bannen wolltest, wo du gedacht hast, ja, das brauchen wir auch in so was Zeitgenössischem. Habe ich schon versucht, obwohl ich mir schon dachte, dass der Vorwurf sein könnte, ja, sie arbeitet jetzt alle Liebesvarianten ab, aber ich wollte, dass gleichgeschlechtliche Liebe dabei ist, ich wollte, dass eine schwierige Liebe zwischen einem Mann und einem Kind dabei ist, wo man nicht genau weiß, werden da Grenzen überschritten. Ich wollte, dass Liebe zu Tieren dabei ist und auch Liebe zu Autos zum Beispiel. Also ich wollte schon so ein bisschen so die ganze Breite auch antesten. Natürlich habe ich dann immer noch sehr viel ausgelassen. Mhm. Ja, ich würde irgendwie von so einem erweiterten Begriff von Liebe sprechen, wenn ich über dein Buch spreche, weil es ja auch einfach ein Buch über das Altern ist, über Krankheit, über Entfremdung, über Verlust. Wir haben das jetzt ansatzweise gehört. Ich empfehle Ihnen nachdrücklich selbst reinzuschauen. Und ich habe mich zum Ende hin dann gefragt, ob das vielleicht auch eine Art von tröstliche Sicht auf die Gesellschaft ist, die sich zunehmend über das Leistungsprinzip definiert, also auf unsere Gesellschaft, wenn man sich eben vornimmt, über diese Themen zu schreiben aus einem Modus, der, ich sag mal vielleicht neutral, der so ein zugewandter Modus ist. Ja? Mhm. Du meinst, dass es dann sozusagen noch Hoffnung gibt, ja, dass man genau. solche Dinge noch aufspüren kann? Ja, natürlich, aber die kann man, glaube ich, schon immer aufspüren. Ich glaube nicht, dass die überzeitlich sind und immer da sind, sondern dass sie immer wieder so eine Art neue Grammatik finden und dass man die immer wieder neu buchstabieren kann. Das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass man es trotzdem immer finden kann. Mhm. Ja, ich möchte jetzt einen relativ großen Bogen schlagen, nämlich dein Schreiben, das haben wir gehört, durch die Erzählungen, die gelesen worden sind, lebt von Sprachkunst, lebt von Beobachtungsgabe und lebt auch ganz entscheidend von Menschenkenntnis, finde ich. Und das führt uns jetzt schnurstracks zu einem anderen Feld, zur Literatur für Kinder. Und da interessiert mich jetzt erstmal, ob das für dich überhaupt ein eigenes, anderes Feld ist oder ob das alles sozusagen für dich in eins fließt und zu einem Feld gehört. Ja, das frage ich mich auch oft. Es ist schwierig. Es ist ein anderes Feld, weil es von außen zu einem anderen Feld gemacht wird, weil die Betriebe vollkommen getrennt sind. Du hast auch verschiedene Verlage für deine Projekte. Genau, es gibt verschiedene Verlage. Die Kinderbuchautoren sind sozusagen eine Gruppe für sich und man kennt sich nicht. Und wenn jemand in der Erwachsenenwelt veröffentlicht, heißt das nicht, dass er dann in der Kinderwelt erfolgreich ist. Es gibt wenig Überschneidungen. Es gibt auch eine Hierarchie. Die Erwachsenenautoren sind sehr viel höher angesiedelt. Kinderbuchautoren verdienen weniger, werden weniger besprochen und so. Also deswegen sind schon getrennte Welten vom literarischen Markt her sozusagen. Und vom Schreiben her eigentlich in gewisser Weise auch, obwohl ich auch finde, dass alles, was ich versuche für die Erwachsenen zu machen, auch die Kinder verdient haben. Mhm. Also ich möchte auch, wenn ich für Kinder schreibe, genau schreiben, ich möchte nicht rumquatschen, ich möchte mit denen zusammen einen präzisen Blick auf die Welt werfen, der manchmal auch vielleicht so eine gewisse Komik hat und ich will die nicht einlullen. Also das sind alles so Anliegen, die ich auch bei Erwachsenen, also die ich einfach für jeden habe. Mhm. Und warum, also, und gerade für Kinder finde ich es extrem wichtig, also eine Art Wachheit zu erschreiben. Und weil es gibt so viele schöne Ponybücher und so, ja, aber man kann auch mit Kindern versuchen, zusammen etwas auszukundschaften. Mhm. Wobei du ja dann nicht den Weg des Realismus wählst, wie in der Prosa für Erwachsene, sondern deine Prosa für Kinder kommt ja extrem fantasievoll daher. Wir werden auch gleich ein kurzes Stück hören. Und ich würde gern wissen, was darf das Kinderbuch eigentlich, was der Roman oder die Prosa für Erwachsene nicht darf? Also gibt es da Felder, wo du dich extrem freust, dass es dann wieder sozusagen in einen anderen Modus geht? Ja, schon. Und es ist auch wirklich so, dass ich eigentlich auch abwechsle. Deswegen ist es natürlich dann auch schon was anderes. Ich schreibe meistens nach einem längeren Erwachsenenbuch dann ein Kinderbuch. Also ich gönne mir das sozusagen. Und was im Kinderbuch, finde ich, sein muss, ist, dass es ein gutes Ende gibt. Mhm. Also, dass die Kinder mit einer Ermutigung das Buch zumachen und nicht mit einem tiefen Schreck. Das muss sein und dass
das erlaube ich mir ja sonst auch nicht. Mhm. Deswegen finde ich das toll, dass ich in der Weise dann mir sozusagen selber nicht die Welt heil erzählen kann, aber doch irgendwie mal auch abrunden kann. Mhm. Und was für Kinder, ja, was auch sein muss, finde ich, ist schon vielleicht noch mehr Leichtigkeit überhaupt und auch mehr, ja, doch noch mehr Schrägheit und Fantastik. Wobei ich auch ein realistisches, so ein politisches Kinderbuch geschrieben habe, das auch. Aber also es ist schon eine leichtfüßigere Art zu arbeiten. Mhm. Wir kommen dann vielleicht, um das Ganze mal konkret und veranschaulich zu bekommen, zum Bärbeiß. Das ist jetzt der dritte Band, den du mitgebracht hast. Nach dem ersten Band, der Bärbeiß, erschien der zweite Band, der Bärbeiß, herrlich miese Tage. Und dann letzten Herbst der dritte Band, der Bärbeiß, furchtbar gut gelaunt. Schrecklich gut gelaunt, ja. Ich deute das hier schon direkt um. Hinreißend illustriert sind alle drei Bände von Jutta Bauer. Und ich würde natürlich zum Anfang gerne über deinen bärbeißigen Helden sprechen. Auch wenn einige von Ihnen hier im Publikum ihn vielleicht noch nicht kennen, den Bärbeiß. Ich würde behaupten, es kennen ihn alle, weil der Bärbeiß sitzt oft vor uns, der sitzt oft hinter uns, der sitzt oft neben uns. Vor allem in uns drin, genau. Deswegen möchte ich wissen, wie bist du auf die Figur gekommen? Naja, eben genau deswegen, weil die bärbeißigen Anteile in mir und um mich herum mich immer wieder überraschen und interessieren und manchmal auch total ärgern. Und ich fand, dass es in Kinderbüchern auch Platz haben muss. Also es gibt ein berühmtes Vorbild, den IA von Winnie in Pooh der Bär, der in seiner Distelecke steht und auch immer findet, dass die Welt ihm nur Schaden zufügt und sich ständig beschwert. Und diese Haltung ist ja eine Grundhaltung. Und Kinder haben die Gott sei Dank meistens nur phasenweise, legen die dann auch wieder schlagartig ab. Bei Erwachsenen verfestigt sich dann manchmal zu einer Lebenseinstellung, dann wird es schwierig. Und ich wollte einfach gerne Kinderbücher schreiben, in denen das Raum hat und dann austesten, was passiert da mit jemandem, der konsequent so eine Lebenshaltung auslebt. Der Bärbeiß entwickelt sich in der Hinsicht ja nicht durch die drei Bände hindurch. Genau, der entwickelt sich überhaupt nicht. Also na gut, im dritten Band, aber dazu kommen wir vielleicht gleich doch ein bisschen, aber im Grunde ist der sozusagen untherapierbar und bleibt so, wie er ist. Ja. Und daran müssen sich jetzt die anderen um ihn herum eben reiben. Und er ist in so einer kleinen Gemeinschaft und jetzt ist die Frage, wie kann jemand, der so ist, trotzdem seinen Platz finden? In so einer Gruppe von Geschöpfen. Mhm. Und du hast eben erzählt, bei der Prosa für Erwachsene steht sozusagen die Form schon, weil du sehr stark auf die Form hinarbeitest, auf die Miniatur, die Prägnanz und so weiter. Da kommt keiner mit Rotstift oder da sagen alle eher, schreib mehr. Wie ist denn das mit den Kinderbüchern? Gibt es da kritische Erstleser? Wie tastest du dich ans Publikum heran oder machst du das gar nicht und gibst es einfach dem Verlag? Naja, früher war das eng geführt mit meinen eigenen Töchtern, die dann auch meine Erstleserinnen waren und die sehr ehrlich gesagt haben, wenn sie es langweilig fanden, Kinder ja gnadenlos. Inzwischen sind die aber zu alt dafür und jetzt muss ich mich sozusagen loslösen von diesem direkten Feedback und mache es jetzt eigentlich wirklich einfach für mich und gebe es dann auch in einem sehr fertigen Zustand dann dem Verlag. Ja. Aber am Anfang war das wahrscheinlich schon ein wichtiges Feedback, oder? Um zu gucken, wie kommt das überhaupt an bei einer Zielgruppe, wenn man so konkret für eine Zielgruppe hinschreibt, weil das ist ja bei den Prosabänden ansonsten gar nicht so der Fall, kann ich mir vorstellen. Ja, und ich glaube, das ist ja auch was viele Autoren kennen. Wenn man sowieso schreibt und dann Kinder bekommt, dann möchte man natürlich für die dann auch das machen, was man am liebsten macht, nämlich schreiben. Mhm. Und ich fand dann auch, dass es so viele Kinderbücher gab, mit denen ich so ein bisschen unzufrieden war, dann könnte ich es ja auch mal selber versuchen. Mhm. Und ich habe dann wirklich das allererste Kinderbuch, Rabea und Marilly, ganz gezielt für meine Töchter geschrieben, die in dem Alter waren wie die Hauptfiguren. Aber dann war auch klar, wenn ich das länger machen möchte, muss ich das voneinander trennen irgendwann. Ich kann nicht immer nur für meine eigenen Kinder schreiben. Und es ist auch ein bisschen schwierig, weil dadurch die Kinderliteratur auch oft den Ruf hat, naja, das machen eben Autoren, die sich als Mütter und Väter da auch Schreiben betätigen oder so. Das schadet so ein bisschen dem Ruf der Kinderliteratur auch. Das ist so zu sehr en passant passiert. Von daher ist es einfach auch eine Aussage, wenn du den dritten Bärbeißband jetzt vorliegst. Also der Bärbeiß schrecklich gut gelaunt, das klingt schon schrecklich. Und was da passiert ist, darauf können Sie sich jetzt alle freuen. Ich weiß es schon, aber du könntest ja einen kurzen Einstieg geben. Genau, ich habe noch nie für Erwachsene dieses Bärbeißbuch vorgelesen. Das ist eine etwas sonderbare Erfahrung jetzt. Und es wird auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt sein. Also man müsste eigentlich, um diesen dritten Band richtig zu genießen, die zwei anderen Bände auch kennen, wo er eben durchgehend durch alle Jahreszeiten hindurch in allen Lebenslagen diese unglaublich sture, bockige, schlechte Laune hat. Und damit Sie kurz hören, wie das so ist, lese ich ganz kurz eine winzige Stelle aus dem Anfang, wo er noch schlecht gelaunt ist.
Die anderen um ihn herum, da gibt es einige Geschöpfe, die da leben in seiner Gegend, spielen draußen und es ist ein Sommertag und der Bärbeiß presste seine Schnauze ans Fenster. Klar, seufzte er, alle amüsieren sich, nur ich hocke allein in meiner Küche. Wenn mir wenigstens jemand mal ein Frühstück bringen würde, aber keiner kommt drauf, alles muss ich allein machen, sogar mit mir selbst sprechen. Umständlich holte er einen Teller und eine Tasse aus dem Schrank und knallte sie auf den Tisch. Dann kramte er in der Brotdose. Darin lagen zwei verschimmelte Krusten und eine tote Motte. »Wer hat denn das alles aufgefressen?«, schimpfte er. »Und was soll ich jetzt frühstücken, bitteschön?« Eine Weile wühlte er noch in Schubladen und Schränken herum, aber es gab nichts zu essen. Da riss er die Haustür auf und schlurfte, ohne einen Blick nach links oder rechts zu werfen, an den lachenden Seilspringern vorbei. Gerade hüpfte der Königspinguin 10-mal, 11-mal, 12-mal, seine Füße klatschten auf den Asphalt und alle feuerten ihn an. Der Bärbeiß hielt sich mit den Pfoten die Ohren zu und trottete weiter. Da rief das Tingeli hinter ihm her, »Bärbeiß, hast du heute schon deine Morgengymnastik gemacht? Komm und spring mit uns!« »Albernes Gehüpfe«, grunzte der Bärbeiß, ohne sich umzudrehen. »Ich habe ja noch nicht mal gefrühstückt, falls das irgendjemanden interessiert.« Das Tingeli und seine Freunde schauten ihm hinterher, wie er langsam mit gesenktem Kopf um die Ecke bog und davon schlurfte. »Was ist denn mit dem schon wieder los?«, fragte der Königspinguin. »So ist er doch immer«, sagte das Tingeli. Genau, sie machen jetzt ein Frühstück für ihn, er freut sich nicht, isst es aber, beschwert sich trotzdem ein bisschen und dann passiert aber später an dem Tag etwas sehr Ungewöhnliches. Er schläft ein und wacht auf mit einem komischen Vorgefühl und merkt auf einmal, dass seine Mundwinkel nicht nach unten gehen wie immer, sondern ein bisschen nach oben gehen auf einmal. Und er weiß nicht, was das soll, das kennt er gar nicht. Und dann geht er zum Fenster und da ist so ein merkwürdiges Licht. Er hasst auch Sonnenlicht natürlich. Und er sieht am Himmel eine Wolke und die ist geformt wie ein Bärbeißmädchen. Puschelig, weiß, sieht sehr freundlich aus. Und er sieht sie und ist ergriffen, möchte sie anhalten, aber sie zieht davon. Und er steht da und weiß nicht, wie er jetzt damit darauf reagieren soll. Und da lese ich jetzt noch mal eine kleine Stelle. Der Bärbeiß lehnte sich an den alten, vertrockneten Busch und versuchte, sich zu beruhigen. Immer noch klopfte sein Bärbeißherz rasch unter dem struppigen Fell. Da sprang er auf. Die anderen spielten immer noch draußen auf der Straße, als wäre nicht gerade etwas ganz Besonderes passiert. »Hallo, ihr«, rief er und hob die Tatze. Alle standen stockstill und drehten sich zum Bärbeißhaus um. »Wer hat da gerufen?«, fragte der Königspinguin erstaunt. »Der Bärbeiß winkt uns zu«, raunte Frau Graureiher überrascht. Und alle kleinen Graureiher drängten sich um sie. »Hat's euch die Sprache verschlagen?«, dröhnte der Bärbeiß. Die Nachbarn schauten sich an. Als erstes fiel dem Tingeli etwas ein. »Nein, ich meine, komm doch einfach raus zu uns«, rief es. »Klar, ich komme.« »Kommt er wirklich raus?«, fragte der Königspinguin staunend. »Mama, ist der Bärbeiß krank?«, wisperte ein Graureiherkind. »Wir werden sehen«, sagte Frau Graureiher beruhigend. »Jedenfalls ist das Ganze sehr sonderbar. Bleibt bei mir, Kinder.« Die kleinen Graureiher sammelten sich um Frau Graureiher, die Hasen drängten sich um das Tingeli, der Königspinguin strich sich vorsichtshalber die Federn glatt. Nur Schaf fraß das Unkraut am Gartenzaun ab und mampfte zufrieden vor sich hin. Beinahe feierlich schauten die anderen auf die Haustür des Bärbeiß. Die Tür flog auf und der Bärbeiß kam heraus. Und da sahen sie etwas, das sie noch nie gesehen hatten. Auf seinem zottigen Gesicht war ein Grinsen von einem Ohr zum anderen. Er rieb sich die Pfoten und rief, »Was guckt ihr denn alle so? Feiner Tag heute, verspeckt und eingeruckelt, oder?« Alle starrten ihn an. Noch niemals hatte der Bärbeiß so etwas gesagt. »Wie meinst du das?«, stotterte schließlich das Tingeli. »Wie meine ich das?«, schnaufte der Bärbeiß. »So wie ich es sage, heute ist ein besonderer Tag.« »Mama, warum ist der Bärbeiß plötzlich so lieb?«, flüsterte ein kleiner Graureiher. »Hat er besonderer Tag gesagt?«, krächzte der Pinguin. »Oder habe ich mich verhört?« »Ich glaube schon«, tuschelte das Tingeli. »Ich weiß wirklich nicht, was mit ihm los ist. Meint ihr, er hat sich vielleicht den Kopf gestoßen?« »Ja, genau«, beschloss Frau Graureiher. »Sicher ist er krank oder vielleicht verletzt. Wir müssen uns um ihn kümmern.« Sie drängten sich um den Bärbeiß. »Hören Sie«, sagte Frau Graureiher wichtig, »haben Sie vielleicht eine heiße Stirn oder tut der Bauch weh?« Das Tingeli nahm besorgt Bärbeiß Pfote. Der Bärbeiß schüttelte es nicht ab oder raunzte es an, so wie sonst, sondern klopfte dem Tingeli freundlich auf die Finger. »Gar nichts tut weh«, brummelte er, »oder sehe ich etwas so aus?« Alle schauten ihn genau an. Er sah eigentlich aus wie sonst auch, zottelig und grau, aber das Grinsen auf seinem Gesicht war immer noch da.
Ja, vielen Dank für die Lesung. Ich möchte Ihnen den Werbeis als neuen Begleiter für Regennächte und Sommertage von Herzen empfehlen. Das sind 3 Bände inzwischen erschienen. Es sind lauter Geschichten, das haben wir im Gespräch jetzt auch gerade schon gehört, die nicht auf Moral aus sind, auch nicht auf Grausamkeit, auch nicht auf Didaktik. Die sind einfach nur gut erzählt, witzig, sehr anregend. Und ja, ich würde sagen, das sind Geschichten, die den Leser in die Fantasie entführen und gerade dadurch ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trick, der da so hintersteht. Und das, was dann auch Spaß macht, wenn man es als Erwachsener hört. Deswegen fand ich es auch toll, dass du eine Stelle gelesen hast. Ja, ich finde es gar nicht so fantastisch, ehrlich gesagt. Ich meine, es sind natürlich Wesen, die wir sonst nicht kennen, aber Welt, die legen Verhaltensweisen an den Tag, die wir alle ständig studieren können. Und Kinder grenzen sich, wenn sie den Werbeis erzählt bekommen, sehr gern dagegen ab, im Sinne von, ach, der war schlechte Laune. Natürlich ist es etwas, was eigentlich auch von ihnen selber erzählt und den kindlichen Zuständen auch von Trotz und von Bockigkeit. Ne? Mhm. Aber ich glaube, die können es dann anschauen im Bär, aber so in Reinform. Und da ist wieder die Frage der Dosierung dann interessant. Ne? Also sie beobachten das dort in hundertprozentiger Essenz. Und dass man das schlecht ertragen kann, kann man daran vielleicht sehen, aber es ist nicht meine Botschaft. Also das darum geht es nicht. Und wie viel Bärbeiß darf sein? Habe ich mich auch gefragt beim dritten Band, bei der ja auf einmal seinen Charakter doch ein bisschen ändert. Mhm. War das eine Reaktion auf, dass du dachtest, nach 2 Bänden wirklich beinharter Bärbeiß-Prosa muss jetzt, müssen die Mundwinkel mal zucken oder wie kam es? Genau, ich habe mich dann gefragt, was würde denn passieren? Das ist ja so ein kleines System, in sich geschlossen. Was würde passieren, wie bei einem Versuch, wenn die Hauptkomponente dieses Systems sich ändert? Also wenn der Bärbeiß eben nicht mehr bärbeißig ist, was passiert dann? Das war sozusagen wie ein kleines Experiment für mich. Mhm. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, das ist zwar auch toll, das zu erzählen, aber eigentlich muss er relativ bald wieder zurück in die Bärbeißigkeit, sonst bricht das System auseinander. Sonst können sich alle anderen nicht richtig, wie wir bei der Familienaufstellung, keiner weiß mehr, wo er stehen soll. Ja. Ja. Aber ich will das jetzt nicht wirklich verraten, aber es ist schon so, dass er sich treu bleibt. Ja. Von geschlossenen Systemen kommen wir doch mal zu Systemen eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin, nämlich zu deinem Arbeitsalltag, sage ich mal, gehört ja sehr viel mehr als das Schreiben dieser Bücher, ob jetzt für Kinder, für Erwachsene, für Jugendliche. Dazu gehört auch, in bestimmte Szenarien sich rein zu versetzen, die erstmal weit weg scheinen vom Bücherschreiben. 2016 hast, da will ich mal ein Projekt hervorgreifen, da warst du Artist in Residence bei einem Projekt an der Universität Freiburg, wo du mit Neurowissenschaftlern zusammengearbeitet hast. Vielleicht kannst du da kurz von erzählen. Ich musste da in der Vorbereitung auf diesen Abend einfach zwangsläufig daran denken, weil dieses Projekt bzw. das, was du daraus gemacht hast als literarisches Logbuch, dann lief unter dem Titel Ich habe mich in mein Gehirn verliebt. Mhm. Ja, das sind so Zusammenhänge, die ja vollkommen getrennt vom literarischen Leben stattfinden. Also in dem Fall wissenschaftliche Spitzenforschung, die das Gehirn kartografieren und bestimmte Zusammenhänge da erforschen, eine Welt, von der ich überhaupt gar nichts weiß. Und mich interessiert dann immer, wenn ich die Möglichkeit habe, dann sozusagen mich da hineinzudenken und auch hineinzuschreiben. Also wie kann ich schreibend reagieren auf Wissensformen, die mir zunächst gar nicht bekannt sind oder auf überhaupt andere Lebenszusammenhänge. Wenn alles immer vertraut ist, dann kann man immer nur im Kleinen nach dem Vertrauten schauen. Das ist auch interessant. Aber was passiert, wenn ich andere gesellschaftliche Felder sehe und kennenlerne? Und das war jetzt ein Feld, also auch so ein in sich geschlossener Kosmos. Mhm. Und die haben mich da reingelassen und ich habe dann versucht, überhaupt zu begreifen, was die da tun und dann dafür eine Sprache zu finden, die eben nicht neurowissenschaftlich ist und überhaupt auch nicht naturwissenschaftlich, sondern literarisch. Mhm. Also und dann habe ich versucht, daraus so eine Art Journal meiner Wahrnehmungen zu machen. Und ich habe dann gehofft, dass daraus vielleicht so eine eigene Art der Wissensrecherche entstehen könnte. Mhm. Und ich glaube, das könnte man mit allen möglichen Bereichen auch machen. Mhm. Und tut das dem eigenen Verstehen gut oder würdest du sagen, es ist eher eine literarische Spielform? Also es geht eher um die Arbeit an der Sprache und darum, was an neuer Art von Text vielleicht auch entsteht, wenn man sich mit was ganz Fremdem auseinandersetzt und nicht mit wie großen Themen oder dergleichen. Naja, also da stehe ich sozusagen ja immer mit beiden Beinen. Mein Wissen über Gehirnforschung, das ich mir kurzfristig aneignen konnte, ist schon wieder vergessen, leider. Das kann dann nicht wirklich nachhaltig sein. Aber ich glaube schon, dass sozusagen beide Seiten was davon haben. Also dass verschiedene gesellschaftliche Bereiche sich miteinander vermengen können auf die Weise, auch vielleicht nur kurzfristig. Und dass da irgendwie auch Erkenntnis dabei entsteht. Also das würde ich eigentlich schon hoffen. Und nicht nur aus literarischen Gründen. Nicht nur, um eine tolle neue Form zu finden. Mhm.
Und auch aus der Form der Wissenschaft? Also wie haben die Wissenschaftler darauf reagiert, dass du als Autorin ihnen dann so ein, ja, so wie so ein Fahrtenbuch durch ihre Welt, die sie ja sehr viel besser kennen als du, zwangsläufig, wie sind die damit umgegangen? Na, wir haben eigentlich, also die waren unglaublich, also erstaunlich offen und wir haben eigentlich eine Gemeinsamkeit entdeckt, nämlich auch, dass die Wissenschaft sich ja auch Geschichten erzählt. Mhm. Also um so hochspezialisiertes Wissen überhaupt zugänglich zu machen, erzählen die ja auch von ihren Helden und von ihren großen Funden und ihrer Entdeckungsreise und ihren Zielen. Mhm. Und das sind natürlich eigentlich auch Abenteuergeschichten. Mhm. Und ich hab von diesen Leuten eine Geschichte erzählt. Wir sind also schon, es gibt die Überschneidung im Verfertigen der eigenen Geschichten. Und ich glaube, das fanden sie auch interessant. Und für dich konkret bricht es ja auch sowas wie den Arbeitsalltag auf, ne? Weil das Schreiben an einem Buch ist wahrscheinlich, stelle ich mir vor, relativ strukturiert, weil man muss dem Tag ja auch in der literarischen Arbeit Struktur geben und schauen, dass das Buch fertig ist, dass der Verlag es auch veröffentlichen kann. Mhm. Und das da ist dann ja wie so ein Projekt, das dann so, läuft es dann nebenher oder integrierst du das richtig in sowas wie Schreibzeiten oder gibt es die gar nicht bei dir? Also die sollte es eigentlich geben. Ich habe die lange Zeit immer sehr heilig gehalten, eigentlich immer die Vormittage. Es ist über die Jahre schwierig, sich so frei zu halten von allem anderen. Ich unterrichte auch, es gibt Lesereisen, es gibt solche sozusagen so Forschungsprojekte, es gibt alle möglichen, es gibt Kinderlesungen, es gibt Arbeit an Schulen mit Kindern. Das gehört auch alles dazu und ich mag das auch. Das ist auch sehr, sehr reichhaltig und trotzdem nimmt es sozusagen so diese Schonung, mein eigener Schreibraum, der wird da immer wieder so ein bisschen angekratzt. Das passiert sehr schnell. Ich muss mir das immer wieder so ein bisschen erkämpfen eigentlich. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen jetzt auch von den Projekten, die sozusagen nebenbei entstehen. Das war jetzt eins, das wir herausgegriffen haben. Was soll man einer Autorin wünschen, deren Werk derartig vielseitig ist, wie wir das jetzt gehört haben? Neben den Kinderbüchern, den Romanen, den Kurzprosabänden gibt es auch Jugendbücher, gibt es auch noch andere Bücher, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Ich wünsche natürlich, dass du vor allem weiterschreibst, aber bei dir spielt noch was anderes eine Rolle, auf das ich zu sprechen kommen möchte und das hast du gerade auch schon kurz erwähnt, nämlich das Weitergeben von Schreiben. Mhm. Du unterrichtest ja an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, in Freiburg und hast daher sehr viel Erfahrung auch mit dem Weitergeben von literarischen Fertigkeiten. Worauf kommt es dir denn dabei an? Also wie gehst du vor, wenn du sozusagen auf einmal als Lehrer oder Mentor oder Lektor da stehst? Also in der Pädagogischen Hochschule konnte ich das nicht so, weil da geht es um Lehrerausbildung. Mhm. Aber eigentlich möchte ich so vorgehen, dass ich meine eigenen Fragen sozusagen in Gesellschaft durchdenke. Mhm. Und es gibt wenig, was ich lieber tue. Also es stellen sich ja ständig diese ganzen Fragen nach Sprache, nach dem Verhältnis von Welt und Sprache und wie soll ich schreiben, wie kann es gehen, welche Wege gibt es? Und die nicht allein zu bedenken, sondern in Werkstattform an Geschichten und an Texten mit anderen und am besten mit Jüngeren zusammen durchzuarbeiten, das ist für mich eigentlich Lehre und das bedeutet gar nicht, dass ich dann die Meisterin wäre, denn ich weiß es eigentlich auch nicht. Also die Fragen sind immer noch auch meine und sie stellen sich tatsächlich ständig immer wieder neu und immer wieder anders. Das sind dann aber übergeordnete Fragen oder poetologische Fragen, genau. Genau, es sind große Fragen, es sind die großen Fragen der Poetik, aber es sind auch die kleinen Fragen am konkreten Text nach Figuren oder nach dem Aufbau oder nach überhaupt dem Funktionieren. Mhm. Oder nach dem Sinn, nach der Sinnhaftigkeit von einem Projekt zum Beispiel. Mhm. Die kann ich, das ist nie fertig. Und ich glaube, das Unfertige daran, das vielleicht führt mich auch ins Unterrichten dann. Mhm. Und lernt man mit so Erfahrung an Texten deiner Meinung nach auch sowas wie Talent zu erkennen oder die richtige Ermutigung zu finden oder eben auch an der anderen Stelle vielleicht eher bärbeißig zu reagieren und zu sagen, ach, guter Ansatz, aber das trägt nicht über die 400 Seiten eines Romans, die du dir vornimmst? Ja, das sind ja alles ganz verschiedene Sachen. Also Talent erkennen, glaube ich, kann man schon, aber nicht nur ich. Erfahrene Leser können das, glaube ich, in Texten sehen, was jemand mitbringt. Und dann aber konkret in der Arbeit mit anderen, sozusagen jüngeren Kollegen, die Geschichten versuchen zu machen, ist es dann einfach so eine richtig genaue Textarbeit. Und natürlich mit der Ermischung, also ich versuche immer, die Sachen, die andere machen, erstmal ernst zu nehmen in ihrem Vorhaben. Also was will der Text denn? Was für eine Art von Geschichte will das sein? Mhm. Welche Form will das sein? Und wie kann ich dem dazu verhelfen, noch stärker zu werden? Mhm. Das wäre so der Blick, den ich versuche zu haben.
Wie ist das biografisch bei dir? Hattest du sowas wie Lehrer im Schreiben oder sind das vielleicht eher Vorbilder? Würdest du eher von Vorbildern sprechen? Nee, ich hatte das nicht. Also natürlich hatte ich Autoren, die mir wichtig waren und Literatur, die mir wichtig war als Leserin. Mhm. Und den unbedingten Wunsch, auch selber zu schreiben, das schon. Aber es gab für mich jetzt keinen Zusammenhang, wie es ihn heute gibt, an den Schreibschulen, an den Universitäten, den wenigen in Deutschland, wo man das eben gemeinschaftlich machen kann oder auch sogar studieren kann. Das hatte ich nicht. Und ich hatte da immer große Lust drauf, eben weil ich eigentlich gerne in Gruppen und mit anderen zusammenarbeite. Ja, wir nähern uns so langsam der letzten Abbiegung dieser Veranstaltung und möchten Ihnen auf jeden Fall auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen was unter den Nägeln brennt. Es gibt ein Saalmikrofon, das dann wahrscheinlich relativ schnell zu Ihnen wandert. Wir müssten nur per Handzeichen wissen, wenn sich irgendwo eine Frage auftut, die Ihnen wichtig erscheint. Auch die Ihnen unwichtig erscheint. Die Ihnen unwichtig erscheint. Die sich auf natürlich alles beziehen kann, jetzt nicht nur auf das Lexikon der Liebe, sondern auch auf den Werbeis. Und währenddessen würde ich gerne von dir schon mal wissen, wann du selbst mit dem Schreiben begonnen hast, wann für dich sozusagen der erste Schritt war, wo du gemerkt hast, Mensch, das ist was, was mich mein Leben lang begleitet. Also ich würde gerne, hätte gerne eine Geschichte parat und ich muss mir wahrscheinlich mal ausdenken, die so eine Art Initiation erzählt, wo ich dann auf einmal den Stift in die Hand genommen habe und da war es dann klar. Das gab es nicht, weil ich immer schon so irgendwie vor mich hingeschrieben habe und auch aus einer Familie komme, wo übersetzt wurde und wo mit der Schreibmaschine bis spät abends gearbeitet wurde. Also das Schreiben war so ein bisschen mein Biotop auch. Und ich glaube, zum ersten Mal gemerkt, dass ich es wirklich machen will und zwar länger. Mhm. Am liebsten ein Leben lang war tatsächlich mit dem ersten Roman, den ich geschrieben habe, mit dem Vorhaben, wenn das einen Verlag findet, dann würde ich gerne Autorin werden. Und als er dann einen Verlag fand, habe ich mich dann getraut, das auch zu werden sozusagen, also das dann auch zu machen. Ja. Okay. Da ist eine Frage. Hier vorne rechts ist eine Frage, genau. Ja. Ja, danke. Mein Name ist Matthias Reichel. Ich habe ja das erste Buch, was ich von Ihnen gelesen habe, war Mobbing. Mhm. 2007, glaube ich. Oder so, ne? Und das spielte jetzt leider im Gespräch gar keine Rolle. Ich fand das sehr bemerkenswert, weil also für mich war das erste Mal, dass dieses Phänomen in Literatur behandelt wurde, sehr dicht, sehr eindrucksvoll und ja, wollte, also es scheint so etwas rauszufallen aus Ihrem Werk. Kann das sein? Nee, finde ich nicht. Also das war für mich auch ein sehr wichtiges Buch und es gehört in eine Gruppe von Romanen, in denen ich versuche, sozusagen relativ dicht und direkt an gesellschaftlichen Themen zu schreiben. Also es gab davor einen Roman, der spielt in einem Altersheim, Haus der Schildkröten, und dieses Mobbingbuch sehe ich in dieser Reihe es geht eben um jemanden, der vollkommen aus seinem Leben und aus seinen Zusammenhängen herausfällt durch Mobbing. Und das ist eigentlich für mich dahinter die große Frage, was macht uns aus und in welchen, also wie definieren wir uns und wie finden wir unseren Platz und was passiert, wenn wir ihn verlieren. Und deswegen, also ich habe dieses Buch noch sehr, sozusagen sehr, sehr vor Augen. Also es kommt mir noch nicht lange her vor. Danke, dass Sie darauf hinweisen. Ja. Wenn keine weitere dringliche Frage ist, dann werden wir jetzt die Schlusskurve sozusagen einleiten mit einem sehr schönen Buch, das du eben schon erwähnt hast, nämlich dein allererstes. Das hat den Titel Ich muss los, erschien 2001, also vor 17 Jahren. Und wir wollen mit der allerersten Seite dieses ersten Buches das allerletzte Kapitel für diese Veranstaltung aufschlagen. Annette Pehnt wird also zum Abschluss diese erste Seite Ihres ersten Buches lesen und später, wie ich gehört habe, auch draußen am wunderbaren Büchertisch, wenn Sie rausgehen, links signieren. Also wenn Sie sich das Buch Mobbing oder ein anderes, ein Bärbeiß oder das neue Lexikon-Projekt signieren lassen möchten, dazu ist Annette Pehnt bereit. Ich darf mich jetzt vorab, damit die Literatur hier das letzte Wort hat, bei Ihnen, liebes Publikum, bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und bei Annette Pehnt für das Gespräch. Ich selbst sehe Annette Pehnts Literatur
auch als eine Art von Gesprächsangebot, als ein unersättliches Gespräch, wie ich finde, als ein unheimlich ergiebiges Gespräch, auch durch die offene Form, die diese Bücher mit sich bringen. Man wird da hineingezogen und ich hatte es zwischendurch erwähnt, man wird auch zum Weiterdenken angeregt. Und damit das gelingt, höre ich jetzt auf und wir alle können zuhören mit der letzten Lesestelle. Und ich sage schon jetzt vielen Dank an Sie und vielen Dank an dich, Annette. Danke, Martin. Als Kind sagte Dorst die Wahrheit. Wenn die Mutter ihn fragte, schmeckt es, sagte er oft ja, manchmal auch nein. Dann konnte es passieren, dass sich die Augen der Mutter mit Tränen füllten. Das tat Dorst leid, aber er konnte ja nichts dafür. Er sagte dann, tut mir leid, Mami. Schlimmer war es, wenn Omi fragte, und hast du denn deine Omi lieb, Spätzchen? Omi hatte eine laute Stimme, jammerte über Wasser in den Beinen und küsste Dorst zum Abschied gern auf die Lippen. Nein, sagte Dorst, nicht so doll. Omi tat so, als hätte sie nicht verstanden und legte den Kopf schräg. Nein, sagte Dorst laut und deutlich. Omi ließ die Kaffeetasse auf den Tisch fallen und verbrühte sich. Sie rief nach der Mutter und die Mutter sagte, sicher hat er dich lieb. Kinder können das nicht so ausdrücken. Gell, Schatz, du hast Omi lieb. Und sie legte einen Arm um Dorst und führte ihn aus dem Wohnzimmer. Als Peter in der Schule auf seiner Geige ein Stück vorspielte, fragte die Lehrerin die Kinder, hat er das nicht gut gemacht? Ja, sagte Dorst, aber er macht dabei immer so ein komisches Gesicht. Die anderen Kinder lachten. Peter lachte nicht. Dorst bekam eine Strafarbeit auf und einen Brief für die Mutter mit nach Hause. Darin stand, ihr Kind ist taktlos und hat wenig Gefühl für andere. Bald merkte Dorst, dass niemand die Wahrheit mochte. Er beschloss, von nun an nicht mehr die Wahrheit zu sagen, also schwieg er. Seitdem knackte sein Kiefergelenk beim Gähnen. Dankeschön. Danke.